Ja, dann sollten wir sie jetzt gleich mal rauslassen. Da sind wir. Das neue Leben beginnt. Mini! Oh, das ist echt emotional, ne? Hallo, herzlich willkommen zu meinem neuen YouTube-Video. Mini aus Spanien. Ihr wisst, die Hündin, die anderthalb Jahre im Zwinger gelebt hat und sich hat nicht anfassen lassen. Und die hole ich heute. Ich habe tatkräftige Unterstützung dabei. Zum einen die Jenny und zum anderen die Lisa. Und wir fahren jetzt nach Boscheid, hier in Nordrhein-Westfalen, und dort holen wir die Mini ab. Ja, sie ist mit Dogs on Road unterwegs und Mini hat jetzt ja anderthalb Jahre im Zwinger verbracht. Und davor war sie in einem Haushalt, wo sie in einem zugekoteten und zu urinierten Haus gelebt hat. Katastrophale Zustände. Sie hat sich fast nicht mehr anfassen lassen, auch die letzte Zeit. Ja, dann hat Anke von SOS Animal ja, sie mit mir zusammen aus dem Zwinger geholt. Dann ist sie zu Christel gekommen, einer Hundetrainerin auf Palma de Mallorca. Und die hat jetzt schon richtig gute Vorarbeit geleistet. Dann ist die Mini in den Transporter und ist jetzt schon über 20 Stunden unterwegs. Und wir holen sie jetzt in Boscheid ab. Ihr seid dabei als tatkräftige emotionale Unterstützung. Danke. Wir freuen uns auf die Mini-Mini-Mini-Mini-Mini-Maus. Mini-Maus, Mini-Maus. Mini-Maus zieht in ein neues Zuhaus. Mini-Maus. Ich erinnere mich gerade an den ersten Moment, wo ich bei Anke war und habe Mini im Zwinger gesehen. Habe zu Anke gesagt, wie lange ist Mini jetzt eigentlich schon hier? Und dann sagte sie zu mir, sie sitzt schon anderthalb Jahre im Zwinger und die lässt dich ja nicht anfassen. Ich muss die immer mit so einer Lasso-Technik da rausholen. Wenn wir dann spazieren gehen, dann geht's. Aber ich war total schockiert. Also anderthalb Jahre im Zwinger und vorher hat Anke mir auch Bilder gezeigt, da hat die in einem Haus gelebt, da war alles zu, auf gut Deutsch, zugeschissen und zugepinkelt. Das war so ein Messi-Haushalt, da waren mehrere Hunde. Katastrophe. Wenn ich jetzt daran denke, da wird mir noch schlecht, aber ich freue mich natürlich für Mini, wenn sie dann zu uns kommen. Alleine, ich meine, auch bei Christel hat sie ja echt jetzt schon richtig gute Fortschritte gemacht. Ne? Da ist sie so gut resozialisiert worden. Mega. Aber das ist halt Tierschutz. Ne? So ein Netzwerk aufbauen und dann dem Hund die Möglichkeit geben, ein neues Zuhause zu bekommen. Ja, dafür steht der gute Tierschutz. Sehr gut, oder? Jenny, du warst ja jetzt vor 3 Wochen warst du ja noch auf Mallorca und du hast ja dann auch Mini bei Christel erlebt in der Gruppe. Ich fand das ja faszinierend, wie schnell sie aufgeblüht ist. Ne? Du hast ja auch noch Videos gemacht von ihr. Ne? Aber wie ein Hund, der so gelebt hat, jetzt trotzdem wieder neu aufblüht und auch wieder Vertrauen zum Menschen bekommt. Aber ich finde auch durch das Rudel von Christel, ne, ist sie wieder aufgeblüht, oder? Wie siehst du das? Ja, absolut. Also es war schon sehr faszinierend, wie schnell sie sich auch auf die anderen Hunde eingelassen hat und sich von der Energie hat anstecken lassen, dass es ja ein ganz schöner Ort ist, ja, wo man mit Menschen auch ja, in Harmonie lebt und wo man keine Angst vor Menschen haben muss. Und sie war ja am Anfang recht unsicher noch und hat dann aber auch recht schnell Vertrauen gefasst, hat sich ja auch anfassen lassen. Ja, wir waren auch mit ihr spazieren, das hat sie total genossen. Ich bin sehr gespannt, wie es jetzt hier bei uns sein wird. Ja. Ah, jetzt ist es soweit. Wir sind gerade in Boscheid angekommen und jetzt kommt die Mini gleich. Aufgeregt bin ich ja schon, aber die Mini ist viel aufgeregter. Ich wünschte mir manchmal in solchen Situationen, man könnte den Hunden sagen, hey, jetzt beginnt für dich ein neues, gutes Leben. Aber leider kann man das den Hunden nicht vermitteln, außer mit viel Ruhe, Liebe, Geduld und Verständnis. Hallo, liebe Weggefährten, es ist soweit, die Mini kommt. Ja, jetzt hat sie eine lange, lange Strecke hinter sich und ihr könnt live erleben,
wie sie so drauf ist. Ich befürchte das Schlimmste und hoffe das Beste. Da ist sie, da kommt sie. Mit Dogs on Road. Hey, hey Leute, es ist soweit. Jetzt kommt sie. Mini. Und da sind auch noch ein paar andere Hunde dabei. Das läuft jetzt alles hier auf dem Parkplatz ab. War, ja, klar. Es gibt ja jetzt nicht überall in Deutschland Auffangstationen, wo die Hunde eben abgeholt werden können. Deshalb passiert das jetzt hier auf dem Parkplatz. Aber so ist das halt. Manchmal geht es nicht anders. Ich muss mich gerade überlegen. Also bis zur deutschen Grenze sind es genau 10 Stunden. Okay. Von Barcelona. Und dann nochmal hier hoch sind es 5 Stunden? 5, ja. Also insgesamt 23, 24 Stunden. Oh, das ist, Mallorca ist die kürzeste Strecke. Ja, ne? Mit Fähre. Ja. Die kürzeste. Also wir fahren in 14 Tagen, starten wir in Gibraltar unten. Ach, okay. Mhm. Das ist natürlich dann nochmal eine Ecke das weiter. Das ist mal eine richtige Ecke. Mega. Ja, das ist nämlich, ja, das ist unsere entspannteste Tour eigentlich in Mallorca. Ah, okay. Mhm. Wie ist die Mini drauf? Gut, sie ist eigentlich relativ entspannt. Ah, super, weil ich hatte irgendwie gehört, sie hätte totalen Stress gehabt am Anfang. Ja. Ist ja normal. Alles neu. Hallo Mini Mausi. Hallo Schatz. Oh, Schatze Maus. Oh Leute, es ist soweit. Die Mini ist hier drin. Oh. Jetzt wird es emotional. Aber man darf das nicht so auf die Hunde übertragen. Man muss dann immer versuchen, echt cool zu bleiben. Hi Maus. Oh, sie ist aber relativ entspannt. Ja. Super. Ja. Hallo Engel. Super. Ja, dann sollten wir sie jetzt gleich mal rauslassen. 1, 2, 1, 2. Komm, das schaffen wir zusammen. 1, 2, hopp. Ah, super. Super, Schatze Maus. Okay, alles gut, Engel. Machst du mal auf, bitte? Dankeschön. Super. Da sind wir. Das neue Leben beginnt. Mini. Oh, du süße kleine Schnecke. Oh, das ist echt emotional, ne? Oh, die kleine Maus. Super. Ja, super Schatz. Ja, super Schatz. Super, mein Engel. So ist das. Super. Ach Leute, jetzt sehe ich die Mini wieder. Die ganze Geschichte begann im Zwinger. Da hat sie 1,5 Jahre gesessen. Aber jetzt wollen wir sie hier auch nicht mehr zu lange überfordern. Oh. Oh, ich bin so happy, dass du das geschafft hast, du kleine Maus, du. So, jetzt geht's aber ins Revier für Hunde. Ah, na komm, lassen wir sie mal kurz schnuppern. So, Mini, super Schatz. Ah, cool. Ich hatte es mir echt schlimmer vorgestellt, aber sie geht. Und solange sie geht, ist echt ein gutes Zeichen. Ah, genau. Ja, super. Du bist die kleine Maus, bist du von uns, ne? Super. Ich hatte ja die Hoffnung, dass sie jetzt mal pieselt, aber ich glaube, sie muss nicht. Sie ist zu gestresst. Aber solange sie die Umgebung noch mit der Nase wahrnimmt, das hat sie eben kurz getan, da vorne an dem Tuch, dann sind wir auf einem guten Weg. Komm, Schatz, wir versuchen mal zu pieseln und dann fahren wir weiter. Pieseln muss sie nicht, sie ist viel zu aufgeregt. Wir fahren jetzt mal ins Revier für Hunde. Ah. Schön, dass ihr uns unterstützt. Das ist gut. Mini kann's brauchen. Komm, Schatz. Na komm, alle da. Auf geht's. So, kleine Maus. Kleine Mini-Maus. Kleine Mini-Mini-Mini-Maus. Boing. So. So. Jetzt drehen wir die Box aber rum, damit die Jenny dich während der Fahrt mal ein bisschen sehen kann. So. Cool. So ist doch gut, oder? Auf geht's. Der erste Schritt ist getan. So. Hier meldet sich jetzt gerade die Anke aus Spanien, sprich aus Mallorca, von Mallorca. Und die hat Pipi in den Augen. Hört mal die Nachricht. Jenny, es ging doch ohne Box. Ich freue mich. Oh, ich habe Pipi in den Augen jetzt. Ach schön, endlich ist es vorbei. Ah, mega, mega. Wir sind auf einem richtig guten Weg. Klasse. Auf geht's. Los, Kopf bereit.
bin ja echt schon ein Stück weit erleichtert, dass sie jetzt nicht so, ja, so panisch gestresst ist, also unruhig gestresst ist. Sie ist ja eher sehr verhalten, weil sie ist auch einfach nur fertig von der langen Fahrt. Aber das machen wir uns zum Vorteil. Also das ist besser, als wenn sie jetzt die ganze Zeit versucht, so hektisch auszubrechen. Das macht sie ja nicht. Sie hat sich ja auch, wenn ihr das keinen Spaß gemacht hat, aber auf den Arm nehmen lassen. Ne? Ja. Ah, meine Güte. Mini! Yeah. Jetzt sind wir auf dem Weg ins Revier für Hunde. Und ich bin schon ganz gespannt, wie die anderen Hunde die Mini empfangen werden. Bisschen aufgeregt bin ich natürlich schon, aber wie es dann ausgeht, erzähle ich euch in der nächsten Folge, weil das ist ein zweiteiliges Video und wenn ihr Bock auf dieses Video habt, dann abonniert doch einfach meinen Kanal hier unten und ihr seid beim nächsten Video auch wieder dabei. Dann erlebt ihr, wie Mini im Revier für Hunde ankommt. Was wird Molly zu ihr sagen? Ich bin gespannt. Ihr auch?